Ich habe gefunden, ich nutze die Gelegenheit jetzt da in dem nationalen Radio für ein Geständnis. Es wirkt schon lange auf mir und ich weiss, es gibt auch viele Menschen da draussen, wo es ähnlich geht. Und das ist so ein bisschen für Sie, zu sagen, ihr seid nicht alleine. Darum, ja, meine Damen und Herren, ich bin vom Land. Viele Leute kennen das Schicksal, also Einstiegsdrogen nielen. The struggle is real. Das ist real. Die Teenagerzeit auf dem Land ist nicht viel anders als in der Stadt. Also man durchläuft auch all die Trends, einfach 3 Jahre später. Und zum Beispiel Buffalo-Schuhe. Jetzt für die, die nicht wissen, was Buffalo-Schuhe sind, herzlichen Glückwunsch. Und für die, und als Erklärung stellen euch einfach eine Kombination vor zwischen einem Elefantenfuß und einem Pneu. Und mit diesen Schuhen sind ich und meine Girl Gang dann habe ich sie so durchs Dorf gezogen. Also ich mit allen Mädchen aus meiner Klasse, also 2. Und wir sind dann so auf den Dorfplatz gegangen und haben über Buben geredet und haben kleine Feigling getrunken und haben dann so gegen den Abend so ein bisschen seriell vor dem Volk ins Rabättli gekotzt. Das sind super Erinnerungen. Es ist wie Sex and the City ist das gewesen. Ohne Sex. Und ohne City. Ja, die erwähnten Buben sind auf dem Land auch ein bisschen anders als in der Stadt. In der Stadt ist der mit dem coolsten Töffli der geil Sieg. Auf dem Land ist der mit dem schnellsten Traktor. In den Traktoren sind wir dann ins Nachbardorf, in die Lande. Alkohol kaufen, mega gescheit. Im Volk haben wir uns ja gekannt. Es ist ein bisschen blöd, wenn du mit einer Stange Ziggy und einer Flasche Stroh um im Volk stehst und an der Kasse sitzt die Mutter von der Silvia, die mit dir in die 4. Klasse geht. Und es hat eigentlich nur einen Moment gegeben, wo ich wirklich, wirklich in die Stadt wollte. Das war die Streetparade 19. Und ich habe meine Mutter so lange traktiert, bis sie gefunden hat, ja, dann Gang halt. Und ich habe so gedacht, wow, ich in der grossen Stadt, Streetparade, es wird der beste Tag von meinem Leben. Nein. Es war mehr, wie wenn man Heidi in ein Kriegsgebiet geschickt hat. Ich habe dann auch am nächsten Tag völlig traumatisiert etwa 12 Stunden Räuber und Bolli gespielt im Wald. Es kann auch 15 Zecken, die das beweisen. Ja, Teenagerzeit generell einfach schwierig, ob Stadt oder Land, also für die Eltern vor allem. Und darum ist es eigentlich ganz gut, dass Mutter Natur es so eingerichtet hat, dass man in diesem Alter nicht mehr durch Babyklappen passt. Danke vielmals.